Hallo, heute ist der 12. Dezember und nachdem ich 3 Tage Pause gemacht habe, kommt jetzt doch noch ein weiteres Parcours-Adventskalendertürchen. Zu meiner Verteidigung wollte ich kurz sagen, was die letzten 3 Tage die Aufgabe war. Also am Montag sollten wir für Parcours One die Sauberkeit der Parcours-Spots sicherstellen. Wären mir bloß diese Säulen in Mümmelmannsberg eingefallen, denn alle anderen Spots werden so oft sauber gemacht, dass es da gar keinen Dreck gibt. Am Dienstag ging es um die Überwindung eines Hindernisses auf 10 Arten und Weisen. Mit viel Mühe sind mir 10 Stück eingefallen, also sowas wie Katze, Dash, Lazy, Safety, Speed und so weiter. Da fallen mir vielleicht 10 Stück ein, von denen ich aber nur hätte 3 machen können, weil ich muss noch ein bisschen mich schonen und so, ne? Und am Mittwoch war das Ziel ein Durchbruch. Vielleicht hätte ich einen diagonalen Durchbruch geschafft, aber das war mir dann auch noch ein bisschen zu riskant. So, heute haben wir Donnerstag und heute geht es um Sicherheit beim Training. Zu Gast habe ich Maximilian, der sich stets in Gedanken in schwindelerregenden Höhen bewegt. Hallo Maxi. Hey Björn, na? Ich muss sagen, das Training in Gestacht war richtig geil. Am Montag hast du uns da ja hingeführt und vielen Dank nochmal dafür. Du hast mir den Sideflip beigebracht und ich habe immer wieder den Frontflip trainiert. Ja, aber ich habe dir ja nicht nur den Sideflip beigebracht. Ja klar, die Basic hast du mir auch beigebracht. Also die Katze, paar Volts, so Dash und so weiter. Und du hast ständig den Kasten festgehalten, damit er nicht umstürzt. Das haben wir ja ein paar Mal bei anderen erlebt. Ja, komme ich noch zu. Ich war ja ständig am Spotten, damit euch nichts passiert. Auch bei dem Training mit Chris am Samstag. Also da warst du, glaube ich, nicht dabei. Wo er den Armsprung geübt hat bei Planten und Blumen, war ich ständig darauf vorbereitet, ihn aufzufangen, falls er abrutscht. Und als ich dann das Gefühl hatte, er konnte das, na gut, ich war begeistert, dass er gut rollen konnte. Oder als er auf den einen Turm gesprungen ist, also das war wieder in Gestacht, wo er den Crane nicht geschafft hatte, stand ich direkt hinter ihm und hatte ihn schon fast so abstützen wollen, falls er nach hinten fällt. Ja, ach nee, so stützt man nicht ab, sondern eher Hände zusammen, damit man sich nicht die Finger umknickt. Das habe ich beim Bouldern gelernt. Bouldern ist eine spezielle Klettertechnik. Naja, er war aber nicht darauf vorbereitet und er wäre vielleicht ziemlich überrascht gewesen. Währenddessen hat Aves gefühlte 20 Male die Kästen umgeworfen, das was du vorhin meintest, und jedes Mal hat er blaue Flecken riskiert. Hätte er mich mal gefragt, ihn zu spotten. Ja, du hast doch Gott sei Dank ständig Matten hinter die Kästen gelegt. Und obwohl wir die nicht brauchten, war ich echt froh, dass wir sie meistens hatten. Weil man hat schon mal gesehen, wie sich die meisten da gepackt haben. Ja. Was würdest du denn sagen zum Thema Sicherheit? Ist es dir wichtig, Kletteraktionen auch ohne Sicherung schaffen zu können? Also dieses Rettungsseil also nur dann zu akzeptieren, wenn auch wirklich ohne geschafft hättest? Oder lehnst du sowas grundsätzlich ab? Also zum Beispiel, dass ein erfahrener Trasseur dir irgendwo ein Seil anknotet, du es aber selber ohne geschafft hättest und deshalb gar keins willst? Okay, also ich selber fange erstmal so an. Ich liebe den Adrenalinkick und vorhergesehene Kletterveranstaltungen machen mir auch Spaß. Das steht außer Frage. Aber richtig Spaß macht es erst auf urbanem Gebiet, also auf unbekanntem Gebiet, auch wo auch manchmal teilweise sie abgezäunt sind oder normalerweise Bauarbeiter arbeiten auf Baustellen und sowas. Nun, ich hoffe, man versteht, was ich meine. Klettern allein ist nicht alles für mich. Das gesamte Setup muss stimmen. Also zum Beispiel Skyline, Wetter, Atmosphäre oder Leuten, mit denen man dann da hochgeht. Okay. Auf vorhergesehenen Locations akzeptiere ich 100 Pro ein Rettungsseil. Durch das Gefühl, gesichert zu sein, lernt man ja auch mehr und man lässt sich zu waghalsigeren, aber trotzdem kontrollierten Aktionen ermutigen. Dann bedanke ich mich für das kleine Interview. Wir wollten es eigentlich live vor der Kamera machen, aber das haben wir nicht mehr geschafft. Es war zu dunkel und irgendwie hat sich Maxi nicht mehr aus dem Haus getraut. Das kann ich verstehen. War doch so, oder? Naja, also red mal mit meinen Eltern. Euch Parcours-Begeisterten kann ich nur sagen, passt auf euch auf. Ich will nicht, dass ihr irgendwann auch mal blaue Flecken riskiert. Ja, okay, blaue Flecken sind nicht schlimm, aber Genickbruch wäre schon schlimmer. Also immer schön aufpassen, lasst euch sichern, fragt eure Freunde, wenn ihr Sachen zum ersten Mal macht, dass die euch ein bisschen abstützen und so. Oder auffangen, falls ihr irgendwo runterstürzt. Ja, danke nochmal, Björn, dass ich in dein Video durfte und generell, dass du uns zu Parcours so verholfen hast und uns da so viel hilfst und unterstützt. Und ja, ich wünsche dir weiterhin auch viel Erfolg bei deinem YouTube-Channel.